Nächster Redner ist der Sicherheitssprecher des Team Stronach, Christoph Hagen. Frau Bundesminister, Hohes Haus. Ja, es ist positiv, dass auf unseren Antrag, ich meine, der hat das Datum Juni, 17. Juni 2015, im September die Regierung eine Verbesserung in Angriff genommen hat. Das heißt aber, sie hat den nicht voll umgesetzt. Jetzt, deswegen ist dieser Antrag wieder hier da, weil die Regierung mit 6 Monaten bis 5 Jahren eigentlich nicht massiv gegen das Schlepperwesen vorgegangen ist. Das ist eine Kannbestimmung und wir wollen eine Mindeststrafe. Und diese Mindeststrafe hat einen gewissen Grund. Denken Sie mal nach, ich war jetzt vor kurzem im Kosovo. Ich habe dort über das Problem der Kosovaren, die hier nach Europa, Mitteleuropa geschleppt worden sind, Österreich, Deutschland, die Hauptländer, wo sie hingeschleppt worden sind, unter falschen Versprechungen, mafiöse Strukturen, die hier diese Menschen ausgebeutet haben. Und wenn Sie dort sehen, teilweise wirklich arme Leute, die hier ihr Hab und Gut verkauft haben und jetzt schwierig einen Neustart da unten machen müssen, weil sie da keine Perspektive in Europa bekommen haben, beziehungsweise wieder zurückgeschoben wurden und zu Recht zurückgeschoben wurden, da muss man sich dann schon die Frage stellen, wie unterbinden wir diese mafiösen Strukturen? Und da muss man mit aller Härte vorgehen. Und 6 Monate ist in Ordnung, aber das ist zu wenig. Und wenn wir schauen, was da an Leid angerichtet wird und was da auch unserer Bevölkerung zugemutet wird, von finanziellen Kosten, die auf unser Sozialsystem auch gehen, dass unsere Bürger dann nicht mehr das Geld zur Verfügung haben, das wir für diese Bürger brauchen, für diejenigen, die eingezahlt haben, da muss man schon Maßnahmen setzen, die abschreckend sind. Und ich habe heute Vormittag ein Buch einer Polizistin aus Deutschland hier vorgebracht, gewisse Passagen daraus, und diese Polizistin sagt ganz klar, es muss harte Strafen geben, abschreckende Strafen, damit wir das verhindern können. Sonst kriegen wir das nicht in den Griff. Und dieser Antrag ist so eine Maßnahme, meine Damen und Herren. Setzen wir ein Zeichen als Politiker, als Volksvertreter, dass hier diese mafiösen Strukturen diesen entgegengetreten wird und dementsprechend entgegengetreten wird, dass wir solche Zustände nicht mehr haben. Das Zweite, meine Damen und Herren, ich möchte hier einen Entschließungsantrag einbringen, und zwar der Abgeordneten Christoph Hagen, Kolleginnen und Kollegen, betreffen 48 Stunden Asylverfahrensdauer laut Schweizer Modell. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, ehestmöglich beschleunigte Asylverfahren mit einer maximalen Erledigungsdauer von 48 Stunden analog dem Schweizer Modell einzuführen. Meine Damen und Herren, auch dieser Antrag hat eine ganz klare Berechtigung. Ich habe vor circa 2 Jahren mit einem österreichischen Diplomaten gesprochen, der mir gesagt hat, schaut mal über die Grenze, ich als Vorarlberger, schaut über die Grenze, die Schweizer haben ein gutes Modell. Wenn wir das in Österreich hätten, hätten wir einen Großteil der Probleme, die wir mit Asylwerbern haben, nicht. Und ich habe über die Grenze geschaut und habe da gesehen, dass da Schnellverfahren gibt für diejenigen, die unser Asylsystem missbrauchen, die Plätze für die wirklich Asylberechtigten auch zumachen. Das heißt, dass wir für diese Problematik, die wir jetzt haben, haben wir ja großteils wegen Leuten, die hierher kommen aus wirtschaftlichen Gründen, die gar keinen Asylstatus haben, die gar nicht verfolgt werden. Und das muss man auch mal offen sagen. Und hier könnten wir mit schnellen Verfahren ganz, ganz schnell mit das Ganze prüfen, wie es die Schweiz macht. Die Schweiz können Sie mir jetzt nicht sagen, dass das kein undemokratisches Land ist und dass dort die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Das ist nicht der Fall. Also, schauen wir über die Grenze. Frau Bundesminister, ich lade Sie ein. Sie werden meine Unterstützung haben. Bitte stimmen Sie diesem Antrag zu. Dann tun Sie etwas Gutes für unsere Österreicher und für die österreichischen Steuerzahler. Danke. Christoph Hagen, der Sicherheitssprecher des Team Stronach, fordert eine Mindeststrafe für Schlepper. Die Schweizer hätten ein gutes Modell, betont er.